Hallo und guten Tag. Die Frage, die uns heute beschäftigt, ist, wenn eine Beziehung beendet war und Sie jetzt in einem Zwischenraum, in einer Zwischenzeit sind und sich ideal vorbereiten auf die nächste Beziehung. Wie machen Sie das? Vielleicht haben Sie schon erlebt, dass es so möglich ist, dass man immer wieder ähnliche Beziehungen anzieht. Und vielleicht ist das nicht der Typ oder die Art von Beziehung, die Sie wollen. Vielleicht glauben Sie, dass es gar nicht anders möglich ist, aber ich halte dagegen. Können Sie, dass es Menschen gibt, die Sie kennen oder nachher im, oder weiter im Umfeld, wo ganz eine andere Art von Beziehung haben? Ich meine, dass es möglich ist für jeden von uns, egal was für eine Geschichte wir haben, die Beziehung zu haben, die uns gut tut, wo wir wollen, die uns erhebt, die uns lachen lässt und wo wir uns darauf freuen können. Die Frage, die uns heute beschäftigt, ist, wie können wir die Zeit zwischen den Beziehungen nutzen, zu unseren Gunsten, dass wir vorbereitet sind und dass wir die neue Qualität, die neue Art von Beziehung können in den Weg leiten, sobald wenn der Mensch auf uns zukommt oder wir auf den Mensch zugehen. Um das Muster zu brechen, das Muster von Beziehungen, das sich etabliert hat in der Vergangenheit, hilft es, wenn man sich erstens klar wird, wo man hin will. Das ist nämlich die eine Knacknuss, die ich in meinen Coachings immer wieder sehe. Zu wissen, wo man hin will, das ist essentiell. Im Kontext von Beziehung heisst das, wie soll die Begegnung denn stattfinden, wenn ich jemanden treffe? Wie werden das vorher? Wie werden das während der Begegnung? Wie werden das nachher? Wie wären die Qualitäten von so einem Menschen? Ist er aufmerksam oder ist sie Aufmerksamkeit beim Zuhören? Ist sie mit uns präsent? Ist sie ein guter Liebhaber, eine gute Liebhaberin? Ist es ein Mensch, der gerne mit uns viel Zeit verbringt oder wenig? Ist es jemand, der vielleicht lieber auf dem Land lebt oder lieber in der Stadt? Es gibt ganz viele Aspekte von dem, wie sich eine Beziehung gestaltet. Und es ist unglaublich hilfreich, wenn man sich nicht in aller Tiefe, aber in einer guten allgemeinen Form über die einzelnen Aspekte klar wird. Für das sind auch die alten Beziehungen, die wir hatten, äußerst hilfreich. Wie bei jeder Beziehung hat es mit Sicherheit Sachen drin gehabt, die uns gefallen haben. Es ist hilfreich, wenn man sich die aufschreiben kann, die Sachen, die dort gut waren, und von dieser Person zu lösen, also die Qualität, die gut war, von der Person zu lösen. Das ist ein erster Schritt. Und es ist auch hilfreich, wenn man die alten Beziehungen einmal durchgeht im Kopf und sich überlegt, was hat einem nicht so gefallen daran. Aber dort ist es nicht hilfreich, wenn man stehen bleibt, es ist hilfreich, wenn man weitergeht. Und der nächste Schritt heisst nämlich, was wäre es denn, was ich mir wünsche? Also angenommen, ich war früher mit einer Frau zusammen, gewesen, die die Eigenschaft hatte, nicht so pünktlich zu sein, und zwar besonders dann, wenn es mir wichtig gewesen wäre. Wenn ich jetzt das immer wieder erzähle, das ist nicht hilfreich, es tut mir nicht gut, und es macht auch die Beziehung, wie auch immer sie sich heute noch gestaltet zu dieser Frau, nicht wirklich besser. Es ist aber äußerst hilfreich, wenn ich dann mir klar werde, dass ich eine Frau möchte, wo pünktlich ist, dann, wenn es mir wichtig ist. Das ist der nächste Schritt. Also das Erste ist, wo will ich hin? Was will ich aus den alten Beziehungen rausnehmen an Qualitäten auf meine Liste, wo mir gut tut und mich freut? Und das Zweite ist, die Qualitäten, die mir früher noch nicht so gefallen haben, was wäre es denn, was ich anstelle von denen möchte? Das ist der eine grosse Komplex, wo sich es lohnt, wo sich es unglaublich lohnt, Zeit drin zu investieren. Es muss nicht viel Zeit sein, aber die Klarheit zu schärfen, das ist definitiv wert. Der zweite Komplex, und das betrifft auch einen ganzen Haufen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, ich meine auch mich selber, das betrifft die Menschen, die so ein bisschen Tendenz haben, wenn sie Tendenz haben, quasi die Verbindung mit sich selber zu verlieren oder sich zu vergessen in einer Beziehung oder die andere Person dermaßen schön und cool und wundervoll und nährend zu finden. Also alles, wo wir das Gefühl haben, außen ist es besser wie im Innen oder das, was von außen uns gegeben wird, ist
toller als das, was wir uns selber geben, das betrifft die Menschen, die ein bisschen die Tendenz haben. Die dann vielleicht das Gegenüber dermaßen anbeten, dass es nicht mehr wirklich eine Beziehung kann daraus geben kann. Für die, die das betrifft, ist es unglaublich hilfreich, immer wieder, und ich meine täglich, und ich meine vielleicht zweimal im Tag, so wie es halt für sie dann stimmig ist und sie Zeit haben, immer wieder darauf zurückzukommen und zu schauen, was kann ich richtig gut? Wo bin ich gut? Was kann ich gut? Was ist gut in meinen Fähigkeiten? Was habe ich mir erworben? Was kann ich grundsätzlich gut? Aber auch Seinsqualitäten. Wo bin ich gut, ohne dass ich etwas machen muss? Das kann zum Beispiel Geduld sein. Oder es kann Hingabe sein. Es kann Hingabe ans Schaffen sein. Oder Hingabe an eine Meditation. Oder Hingabe an Genuss von einem See oder von einem Essen oder von einer Berührung. Es sind also männliche und weibliche Qualitäten. Und ich meine das weniger auf den Mann oder auf eine Frau bezogen, als mehr Qualitäten, die mehr im Gehen und im Machen sind. Das entsprechen für mich männliche Qualitäten. Und Qualitäten, die mehr im Hingehen und Erfahren sind, das sind für mich mehr weibliche Qualitäten. Im Wissen, dass wir beide, Mann und Frau, beide von diesen Qualitäten in uns haben. Wenn also die Tendenz von ihnen ist, sich zu verlieren in einer Beziehung, weil sie die Qualitäten vom Gegenüber so viel besser sind, dann hilft es, und die Zeit zwischen den Beziehungen kann man unglaublich gut nutzen für das, dann hilft es, immer wieder darauf zurückzukommen und die eigenen Qualitäten zu sehen. Sie üben in dem Moment, ihre eigenen Qualitäten mehr in ihrem Bewusstsein zu haben. Das macht sie nicht nur zu einem tolleren, schöneren, cooleren Partner für ihr Gegenüber in der Zukunft, sondern es gibt ihnen mehr Selbstbewusstsein auf eine schöne, natürliche, authentische Art. Und der Fakt ist, dass sie dann fähig sind, noch tollere Gegenüber anzuziehen und auszuhalten, ohne sich drin zu verlieren. Das ist so, wie ich arbeite, wenn ich Date-Doktor bin, im Coaching oder in meinem Seminar. Ich würde mich freuen, Sie bald einmal live zu sehen und wünsche Ihnen bis dann alles Gute. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.